veranschaulichen Sie den Verlauf des exponentiellen Modells unter Verwendung der ermittelten Halbwertszeit im obigen Diagramm. Unsere Halbwertszeit beträgt 40 Minuten. Das heißt, von dem Beginn 200 Milligramm ist nach der Halbwertszeit 40 Minuten noch die Hälfte vorhanden, also 100 Milligramm. Nach dem Ablauf einer weiteren Halbwertszeit, 80 Minuten, ist davon wiederum die Hälfte vorhanden, also 50 Milligramm. Nach Ablauf der dritten Halbwertszeit letztlich ist auch davon wiederum die Hälfte vorhanden. Und das sind die 25 Milligramm, die wir auch beim linearen Modell erhalten haben. Hier und hier stimmen das exponentielle Modell und das lineare Modell schließlich wieder überein. Und wir können unter Zuhilfenahme dieser Punkte das exponentielle Modell nun veranschaulichen.